Frieden heißt nicht unbedingt Freundschaft, sondern Frieden ist ein Bewusstsein, mit niemanden in irgendeinen Kampf zu gehen, sondern bei sich selbst zu bleiben und dem anderen immer einen Teil von sich selber zu sehen. Dieses In Lakech der Maya, dieses Ich bin ein anderes Du oder dein Du bist mein anderes Ich. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das steckt auch in diesem Namaste-Gruß. Der Platz des göttlichen Lichts in mir grüßt und ehrt den Platz des göttlichen Lichts in dir. Es ist enorm wichtig, ich bin da in einer Gegend, wo Menschen einander achten, ob ihrer Verdienste um irgendwas. Das heißt, wenn wir uns ob unserer Verdienste wertschätzen und achten, dann müssen wir immer irgendetwas tun. Dann müssen wir immer irgendwelche Täter sein. Und dann gibt es Wohltäter und Übeltäter und solche Täter und andere Täter und Sanitäter und was weiß ich für Täter. Und die meisten Dinge in solchen Täterverbänden sind dann natürlich auch uniformiert, ob das jetzt das Rote Kreuz ist, ob das die Feuerwehr ist, ob das der Spielmannszug ist, das läuft alles mit Uniformen ab. Und hat natürlich dann einen gewissen Wert auf gewissen Festen, wenn man marschiert wird oder wenn endlich ein Einsatz ist und und. Aber wir sollten uns wertschätzen und lieben lernen im Sinne von gegenseitiger Akzeptanz, genauso wie wir sind und ohne Bedingungen, auch ohne Taten, ohne Uniformen etc. Und es muss nicht die Liebe sein, sondern es kann auch der Respekt sein, dieses möglicherweise noch nicht integrierten Teils von mir, der mir da gegenübersteht und dem ich einfach sage, ja, das bin ich auch. In diesem Sinne eine friedvolle Zeit und ich weiß, das ist heut. Namaste.